Jo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zur 7. Folge von The Forest. In der letzten Folge waren wir auf jeden Fall in der Höhle und wir haben diese Kreatur besiegt. Das war auf jeden Fall richtig schwierig, da durchzukommen und die gesamte Höhle zu erkunden. Aber wir müssten die abgehakt haben. Wir haben auf jeden Fall diese krasse Axt bekommen, unsere erste neue richtige Waffe. Und wir haben ordentlich Stuff gelootet in der Höhle. Und Leute, die letzte Folge The Forest ist auf jeden Fall schon ordentlich was her. Deswegen habe ich diese Folge nichts Großes geplant. Was ich auf jeden Fall plane, ist, dass wir unsere Basis erweitern. Dazu habe ich noch überlegt, dass wir irgendwie unsere Waffen ein bisschen verbessern können. Also, dass wir diese Axt verbessern oder so. Und mal schauen, was wir noch so machen in der Base. Ich denke mal, wir werden spontan noch irgendwas machen. Ja, aber in den nächsten Folgen geht es auf jeden Fall richtig ab. Und eventuell auch in dieser. Auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like da für mehr von The Forest. Abonniert diesen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und ganz wichtig, checkt die letzten Folgen aus. Also es gibt eine gesamte Playlist. So, ich würde sagen, wir schauen erstmal, was wir mit unserer Waffe machen können. Mit der kann man auch eine brennende Waffe machen. Wir können eine vergiftete Waffe machen. Aber ich will Schaden und Geschwindigkeit verbessern. Dafür brauchen wir Zähne und Baumharz. Und die Frage ist, wo kriege ich Baumharz her? Was können wir denn so Schönes bauen? So, eine grundlegende Wand. Wir wollen eine schöne Wand um unsere Basis ziehen. So, wo beginnt unsere Basis? Also hier ist das Baumhaus. Ja, ich würde sagen, hier ist auch schon Ende. Also, oh scheiße. Upsala. Als ob ich das immer neu auswählen muss. Ja, okay. So, am Baumhaus ist Ende. Und zwar hier. Zack. Kann man das nicht irgendwie lang ziehen? Weiß es nicht. Ich hoffe, ich werde jetzt auch nicht irgendwie angegriffen. So. Hier. Wir werden auf jeden Fall ordentlich Holz benötigen. Ich glaube, das steht außer Frage. Auf jeden Fall will ich, dass diese Folge auf jeden Fall fertig kriegen. Wir werden dafür auch hoffentlich nicht lange brauchen. Ich würde sagen, ich mache das hier so. Ich verbinde das hier. Und ans Lager muss ich ja eh nicht viel. Ich würde sagen, das Tor kommt hier hin. So. Ja, komm. So machen wir das. So, und jetzt ziehen wir dich weiter. Oh ne, es regnet. Ja, hier bauen wir noch so ein Fenster hin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Und zwar essen wir erstmal was. Also wir legen was aufs Feuer, Leute. Wir haben unser Feuer ja oben. So, und jetzt will ich nochmal gucken, wie wir schneller Holz holen können. Also ob es noch irgendwas zum Craften gibt dafür. Unterkünfte, Essen, Lagerung. Baumstammlager. Baumstammschlitten. Was brauche ich eher? Ja, wir bauen uns einen Schlitten. Zack, dafür brauchen wir Stöcke. Okay, wir können essen. Ich glaube, es wird bald auch schon dunkel. Okay, Stöcke. Okay, uns fehlen 11 Stöcke. Aber die kriegt man ja auch leicht, ne? Sorry. So, ich brauche ein bisschen Essen und so. Okay, ich würde sagen, wir machen uns an die Arbeit. Mal gucken, wie viel die Axt abbauen kann. Ich hoffe mal gut. Boah, ich glaube, das geht schon gut. Ja, das geht auf jeden Fall schneller. Zack. Zu unserer Base. So, wo sind die restlichen? Boah, man verliert die so schnell, ne? Das ist geisteskrank. Aber ich finde Stöcke. Okay, da ist einer. Und hier ist einer. Ich glaube, den fünften finden wir nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht die Welt. So. Ups. Okay, uns fehlen noch ein paar. Ich glaube, hier findet man auch locker welche. Ja. So. In unserem Lager war nichts, ne? In unserem Lager war ja leider nichts. So, aber schaut jetzt mal. Wir haben so einen Schlitten. Okay, mit E können wir ihn tragen. Boah, das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier hin. Wir wollen ja ein bisschen aktiv werden. Zack. Es baut sich auf jeden Fall alles schneller ab. Okay, und mit C legen wir die rein. Okay. Ich frage mich, wie viele draufpassen, aber ich denke schon mal ordentlich welche. Weil 21 Stöcke ist nicht billig.
Also diese Folge ist eher so ein bisschen dafür gedacht, um wieder reinzukommen ins Game, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch Verständnis dafür. Deswegen will ich die Base unbedingt noch diese Folge fertig kriegen. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen von irgendwelchen Ratten oder so. Ich hatte in den letzten Folgen genug von solchen Ratten. Ich glaube, ich muss bald dahin. So. Zwei. Okay, das schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal abladen. So, und jetzt können wir das so nehmen. Boah, das ist aber cool gemacht. Ja. Ja, komm, lassen wir ihn hier stehen. So. Dann haben wir auch das Fenster. Boah, das geht auf jeden Fall schneller. Wir haben noch einiges zu tun. So, jetzt können wir hier rausgucken. Wir holzen auf jeden Fall den ganzen Wald ab. Das kann man so sagen. Zack. Nebenbei. Aber das Blöde ist, je länger die Zeit vergeht, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie von meinen Gegnern beobachtet werde. Das ist ein blödes Gefühl, so ein bisschen. Aber ich glaube, ich bilde mir das ein. Dadurch, dass die ganzen Bäume hier auch weg sein werden, habe ich dann noch eine bessere Übersicht. Also ist auch schon ein Pluspunkt. So, bisschen Stöcke farmen nebenbei. Geht keiner mehr? Was? Als ob. Okay, die bringe ich da so hin. Und gleich wird's dunkel. Okay, jetzt fahren wir den Schlitten dahin. Bring den ganzen Stuff dahin. Oh Gott, ich bin hochgeflogen. Was? Was war das? Habt ihr das gesehen, Alter? Ich bin fast gestorben. Alter, ich lass ihn lieber hier stehen. Ich glaube, das war, weil ich gegen den Stein gefahren bin. Alter, ich habe mein Ende gesehen. Ich habe mein Ende einfach gesehen. Was war das? Okay, jetzt machen wir Nachtruhe. So sieht das bisher aus. Auf jeden Fall schon ordentlich was gemacht. Okay, mach mal das Feuer an. Haben wir noch eins? Ja. Okay, klatsch mal was zu essen drauf. So. So funktioniert auf jeden Fall das Tor, Leute. Oh oh. Nein, ich sterbe. Ich bin auch so dumm. Alter, gleich sterbe ich wirklich. Oh, ich bin fast wieder rein. Deswegen ist es am besten, dass wir das Feuer da oben haben. Können wir essen? Ja. Bam. Medizin werde ich, glaube ich, jetzt nicht schlucken. Es sei denn, ich werde angegriffen. Dann mache ich das direkt. Ich gehe noch was trinken. So, dann bringe ich mal irgendwas ins Lager. C. So, dass ich dann auch die ganzen Sachen später einsammeln kann. Okay, unser Feuer ist kaputt gegangen. Ich würde sagen, wir gehen ins Baumhaus. So. Aber ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Basis bisher findet. Von hier haben wir halt den besten Überblick dann. Ich weiß auch nicht, wie lang die Folge gehen wird. Ich denke, die wird entweder lang gehen oder nicht so lang. Okay, ich würde sagen, wir gehen ins Bett. Let's go. So, guten Morgen, Leute. Ich würde sagen, wir essen erstmal was und trinken was. Okay. Ich brauche Stöcke. Hier haben wir Stöcke. So, und ich muss auf jeden Fall was trinken. Was packen wir drauf? Da kommen die Echse. Die packen wir drauf. So, dann gehen wir was trinken. So, wir haben was getrunken. Essen was. So, jetzt sind wir voll. Und ich würde sagen, wir machen uns an die Arbeit. So, ich habe mir jetzt ein bisschen überlegt, dass wir in die andere Richtung gehen. Oh nein, unser Schlitten. Ja, dass wir nach da gehen. Weil da haben wir schon ein bisschen abgeholzt. Und hier ist noch ordentlich was. Deswegen, zack. Es ist auf jeden Fall mehr als ich dachte. Also mehr Arbeit als ich dachte. Ich weiß auch nicht, ob ich das in dieser Folge fertig machen kann. So, wir bringen die schon mal rüber. Nächster Baum. So, ist auf jeden Fall ein schöner Morgen. Wir bauen Bäume ab mal wieder. Ich höre Gegner. Ich höre Gegner, Leute. Wir gehen erstmal hoch. Habe ich Gegner gehört? Ja. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Och nee, da ist auf jeden Fall einer. Alter.
Warte, es gibt eine Sache, die ich mich frage, und zwar, wie viel verträgt, also wie reagiert ein Baum auf Dynamit eigentlich? Das würde ich gerne mal testen. Wie viele haben wir noch? Wir haben 4 Stück noch. Aber ich darf nicht unser Baumhaus treffen. Ich glaube, wir versuchen das. Ich werfe den nach da. Zack. Und? Okay. Bäume kippen um. Ja, da kippen auf jeden Fall Bäume um. Krass, so können wir Holz holen, aber... Upsala. Ach nee, das wollte ich nicht. Der war nicht mal angezündet. Schnell switchen. Boah, das ist krass. So können wir auf jeden Fall Holz einsammeln. So, ich frage mich, wie lange die uns jetzt stören wollen eigentlich. Ach, was eine Ratte, Alter. Oh, die sind ins Feuer, Leute. Die sind voll ins Feuer. Er könnte direkt im Feuer liegen bleiben. Da sind auf jeden Fall nicht wenige. Ich glaube, die sind nicht weg. Ich bräuchte hier mehr Fenster. Ich würde sagen, erstmal wird es Zeit für einen Snack. Okay, die sind noch da. Ich glaube, die sind weg. Ich guck mal. Ja, die sind weg. Was haben die mit dem Feuer gemacht? Sind die jetzt ganz weg? Ich glaube, wenn ich einen Baum abbaue, dann kommen die wieder. Ach, ich glaube, die sind schon über alle Berge. So schlau sind die auch nicht. Aber könnte sein, dass sie zurückkommen, wenn ich einen Baum abbaue. Ich will auf jeden Fall nochmal danach schauen, wo ich das Dynamit hingeworfen habe. Das sind, glaube ich, ordentlich Holzstämme. Wir schauen da mal nach. Ja, hier sind ordentlich welche gedroppt. Da muss ich mal mit dem Schlitten hin. Boah, das ist auf jeden Fall nicht wenig. Das nimmt man mit. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie die Dynamit dagegen reagiert. Also wie Bäume dagegen reagieren. Wenn man unendlich Dynamit hätte oder richtig viel, könnte man das easy dazu benutzen. Oder wenn man dringend Holz braucht und nicht viel Zeit hat. Ich glaube, das war's. Ja, der Großteil war es, denke ich mal. Ab zur Basis. Nein, was? Digga. So, es ist auf jeden Fall nicht mehr viel, Leute. Ich glaube, es sind nur noch 2 Bäume. 6 Stämme. Nee, nee, nee. 5 würde ich sagen. 2 Bäume würde ich sagen. Komm, komm schon. Bevor die Leute wiederkommen. Ein Baumstamm. Liegt hier irgendwo einer? Ich will keinen Baum abbauen. Hier liegt einer. Perfekt. Und wir bauen endlich unsere Base fertig. Und bam. Jetzt haben wir es, Leute. So sieht die aus. Hier lag auch noch ein Baumstamm. Schaut es euch an. Das sieht doch cool aus. Und ich würde sagen, wir schauen es nochmal von oben an. Hier liegt auch noch ein Baumstamm in der Basis. So sieht das Ganze von oben aus. Wir können hier runter gucken. Da sehen wir kaum was. Aber hier sehen wir ordentlich was. Naja, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit der 7. Folge von The Forest. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Checkt meinen Zweitkanal aus, Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta, alles ist in der Beschreibung verlinkt. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Basis jetzt findet. Und habt noch einen schönen Tag und ciao.